Wo ist der? Am Bauernhof. Ach da, der, okay. Das macht ja Sinn, dass man kein neues drauf machen kann, bevor es leer ist. Macht ja eigentlich auch Sinn. Ja. Also 27 läuft gut. Fast die Hälfte habe ich durch. Das ist ein riesiges Feld, ne? Okay, bei Feld 34 ist entweder der Helfer jetzt gerade fertig geworden oder ist noch am Ding. Ne, eine Runde fährt er noch runter und dann müsste er fertig sein. Könnt ihr den dann auf 39 bringen? Ja. Super. Wir können die Zeit auf 20.51 Uhr vorstellen. Nein, noch nicht. Wie wird? Wegen Verkauf von Silage. Es geht nur noch 8 Stunden. Schade. Weil dann wären wir nämlich genau auf richtiger Zeit. Wäre irgendwie passend. Oh, wer rasten darf? In der Nacht machen wir doch eh mehr schnell, oder? Dachte ja. Ich. Weil auf die Nacht keiner Bock hat. Wer rasten da eben? Bringst du den Radlader mit dem LKW oder fährst du so runter? Ich sehe gerade da rechts so schnell, da links vorbei. Dachte ich mir schon, irgendwas hast du da gemacht. Ist zwar ein bisschen Kraftstoffverbrauch, was wir hier machen am Rumfahren, aber ich glaube, dass es einfach wirklich lohnt, solange wir jetzt hier diesen großen, wie viel doppelt so viel bekommen, wäre es normal. Ist eine Menge, sagen wir mal so. Ja, also normal bekommst du 10.000 pro Schafe, jetzt bekommst du 20.000. Schaf? Das macht vor allem eine Schafe, weißt du, das sind irgendwie 6.300 Liter oder so. Wäre geil, wenn man jetzt einfach einen Anhänger nehmen könnte, einen Muldenkipper. In Vollmacht das auf den Tieflader stellt und von da aus Du weißt doch noch den Kipper, den ich mal rübergefahren habe. Genau das habe ich ja da probiert gehabt, aber das geht leider nicht. Kann ich mir schon denken, dass das nicht geht. So einfach macht es einem das Spiel dann doch nicht. Mhm. Aber man kann es ja probieren. So. Wer probiert, stirbt dumm. Wie fährt dein Rad, Lana? 42. Mal 41, mal 43, der schwankt immer die ganze Zeit. Deiner? Genau 42, da passiert gar nichts. Also ich fahr 18. Und danach muss das Fahrzeug unbedingt mal in die Wäsche. So dreckig. Bei wie viel Liter ist das Ding denn vorher, der blöde Trichter? Ich glaube bei 16.000 oder 18.000, jetzt sind wir bei 12.000. Ich glaube eine Schaf und dann noch eine und dann glaube ich ist er voll. Kommt man eigentlich dauerhaft dann Geld davon oder nur einmal mit reinkippt? Einmal beim Reinkippen. Okay. Also macht ihr jetzt sozusagen voll wie genug geht. Genau. Auch gut, wenn es mit der Fahrt. Ist natürlich schwierig mit den. Weil die ein Kniegelenk haben, ne? Es geht. Man darf nicht nur zu, man darf halt einfach nicht zu sehr einlenken. Okay. Ich habe gerade weniger Geld bekommen. Was? Da war noch nicht vorbei. Aber ist vielleicht nicht alles reingegangen? War nicht schon. Oder hast du die Hälfte daneben geschickt? Ja, hier liegt ein Riesenberg daneben. Nee, Spaß. Ach, das ist dann eigentlich ein Berg daneben oder ist das dann einfach weg? Ne, ist weg. Oder passen deine Schaufel weniger rein? Nö, ist dieselbe Schaufel. Da ist er schon wieder müde. Und ganz auch verarbeitet oder Gürtel gewesen. Und ja, bei uns auch. Fürchterlich. Mhm. Alles voll. Und haben sie Namensschilder gelötet.
Das war witzig. War so ein Anfang von Idioten dabei gewesen. Die waren so schlaumeierisch und haben aber nichts auf die Reihe gekriegt. 20.000 passen rein. Toll. Das Coole ist, du kannst die Schaufel einfach oben drüber stehen lassen im Auskippmodus. Der kippt dann immer dann aus, wenn wieder ein bisschen was verbraucht ist, fliegt wieder ein bisschen was rein. Das müsste die Schaufel. Ah, jetzt wieder Platz. Flug. Magische Wand. Ja, fangen wir mal an. Echt witzig aus. Etappenweise reinrutscht. Ja, ein bisschen Geld hat es auf jeden Fall gebracht. Hä? Jetzt sind wir schon wieder bei 132.000. Na siehst du. Dafür haben wir erstmal auch schon Geld. Hast du das Feld eigentlich gekauft oder gepachtet? Gekauft. Okay, na siehst du. Dafür, dass wir dann auch noch ein Feld gekauft haben für... Ja. Wie viel Tausend? Also Silage bringt echt Dampf. Ja. Das ist natürlich jetzt leider voll, ne? Ja, aber wie gesagt, also wenn das Ding einmal voll ist, dann dauert es halt quasi in-game, je nachdem wie schnell du es halt laufen lässt, die Zeit. Hm. Und in der Zeit kann natürlich die andere Silage halt wieder gären. Genau. Macht ja Sinn, dass man dann nicht so schnell das Ding fertig ist. Ja, das wäre natürlich auch blöd, ja. Also wenn erstmal alles in Gang ist, so ähnlich wie Bier brauen, ne? Muss ja auch ein bisschen setzen. Wenn das einmal im Gang ist, dann hat man natürlich immer Vorrat. Und so ist ja auch damit. Mhm. Hast erstmal Vorrat und das erste läuft erstmal einmal durch, dann kannst du nachfüllen und dann kannst du halt schon mal das nächste vorbereiten. Muss halt aber erstmal anlaufen, ne? Na, völlig. Wenn du irgendwas produzierst, was, keine Ahnung, 4 Jahre lang lagern muss, dann gehst du heute an den Start mit deiner Firma und in 4 Jahren kannst du erst einmal überhaupt anfangen zu verkaufen. Genau. So ungefähr ist es. Witzig. Sobald man aus dem Radlader aussteigt, fällt nichts mehr aus der Schaufel aus. Okay. Dann bleibst du halt drin sitzen. Guckst, dass du wieder Sand rausfällst. Ist es nur visuell oder nee, fällt wirklich nichts aus? Raus. Der Stand im Ding ist im Trichter, sinkt dann. Okay. Na gut, dann musst du dich zwischendurch halt mal kurz reinsetzen, raus und wieder... Oh, da fährt wieder eine Düngemaschine vorbei. Ist gerade hier in 27, ne? Jetzt im Düngen. Das ist gut. Ich bin auch gleich fertig mit dem Grubbern. Dann kann nämlich doch gleich angesät werden. Vom Mais. Gute alte Mann. In meiner ersten Singleplayer-Welt, da habe ich hier Feld 22, 27, 32 und 33 gekauft und habe dann innen alles zusammengepflücht. Mhm. Außen rundherum einmal schön mit Gras gezogen und habe überall komplett Mais angesät. Da fährst du aber auch blöd hier. Vor allem in der Einzelspieler-Welt ist das doch, denke ich mal, nervig mit dem Mais, oder nicht? Ja. Aber da habe ich mir einen LKW gekauft, habe da so diesen ganz, ganz großen Dreiachser-Auflieger, dann noch einen Dolly und nochmal so einen Dreiachser-Auflieger. Dann ging das schon. Ach, die alle hintereinander. War halt blöd. Also ich hatte irgendwie dann 120.000 Liter Fassungsvermögen oder so. Alter. Nur, dass man einen LKW ziehen könnte. Ja, mit Fugas, wenn das Ding voll ist, auch einfach langsam durch die Gegend. Ja, das waren irgendwelche Mods, keine Ahnung, der hatte 700 PS oder so. Ja gut, manchmal nicht ungewöhnlich für LKWs. Was habe ich da hinten noch ein Stückchen vergessen? Was? Ich habe hinten noch ein Stückchen noch übersehen. Also wer es halt nicht erwischt. Mit der Maschine. Brett das da ganz schön lang. Ja. Jetzt lässt es aber runter, aber zu spät. Da hat er noch einen Rest vergessen. Ich habe ein Tempo mal auf 61, aber den fährt er natürlich da jetzt auch. Ein kleiner Rest geht hier noch. Erwischt. So. Hoch und hoch klappen. Zack. So, gegrubbert muss noch irgendwo? Nee, ne? Auf Feld 22.
Haben wir gerade eben gekauft. Der ist nicht grün. Keine Arbeit für mich, ich fahr wieder zurück. Jo. Vor allem, das ist schon gegrubbert. Ja. Oder? Nee, wenn du es kaufst, dann musst du auch wieder nachprobieren. Musst du bei allen machen. Könnten es fast kaufen, fehlt nicht mal viel. Da können wir die 27 und 22 verbinden. Fertig. So, ich wasche jetzt erstmal die Maschinen und dann stelle ich erstmal wieder zurück. Und dann müssen eigentlich bald auch wieder die Maisfelder fertig sein, wenn wir jetzt nicht so vorlaufen bleibt. Wie sieht's denn aus? Na, 24, 29 und 30 sind fast fertig. Im vorletzten Stadium sind die, genauso wie 23, 36, 37. Die sind im letzten, so wie es aussieht. Und 38 ist auch schon halb dran. Dauert also nicht mehr lange. Und 39? Wieso? Ja, 39 muss erst noch gesät werden. Hier steht nur die Sämaschine zu. Guckt sich Loch in die Wand. So. 41 ist es auch voll mit Gras. Na, ich habe es mal mit sauber. Der Grubber fertig? Ja. Ja. Sind wir mal wieder alle am Hof? Auch selten. Ich spiele hier gerade die Putzfrau. Einer muss es ja machen. Hast du auch noch einen Bullock, den ich sauber machen muss, Eike? Ich hab eigentlich alles sauber. Der Trecker fürs Maisfahren, der darf ruhig noch dreckig sein, der hat mich eh gleich wieder eingesaut. So, in einen Trecker fahre ich jetzt wieder an den Transporter. Also ich kann so vor deinen Anhänger gedöhnt. Den einen grün. Danke für sauber machen. Bitte, bitte. Rechnung schicke ich dir mit per Post.
Ich habe noch nicht mal Geld, du auch nicht. Das Problem. So, Saatmaschine und Gruber auch stehen wieder bereit. Hast du jetzt einen Drecker schon bei den unteren oder bei dem oberen hier angehängt? Am oberen, ja. Ach, untere fehlt einer? Ja. Dann fahr ich da kurz den Deutsch hier hin. Unten müsste der stärkere Drecker hin. Ist das der hier? Weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben beide denselben, oder? Das ist der stärkere. Unterschiedliche. Oder? Ne, sind beide gleich. Ne, die sehen gleich aus, aber... 7250. Ja. Oh nein. Schauen auch... Ne, sind unterschiedlich. Ich habe zwei Blinklichter. Ich hab... Warte. Mir fehlt ein. Deins ist das... Deiner ist der, der immer an ist. Deiner ist auch größer, glaube ich, ne? Echt? Ich finde deinen größer. Ne, Moment. Die ich sind identisch. Die... Aber wieso habe ich dann zwei Blinklichter? Weiß ich nicht. Meins ist abgefallen. Und die Nummernschilder sind genau die gleichen. Gut. Aber warum habe ich dann zwei Blinklichter? Das check ich überhaupt nicht. Warum kommt das Fahrzeug aus München? Auf den anderen Nummernschildern steht was ganz anderes drauf. Ja, es ist ein Ort. Nee, bei beiden steht MJ7250. Ja. Kommt beide aus München. Okay. Egal, ich fahre jetzt runter. Gestern jemand noch was gefragt, was oben in der Infobox steht bei dem Deutz, was das heißt? Ja. Jan, ja. Wenn du auf Auswahl und dann den Trecker gehst, unten mit G, kannst du auf dem Nummernpad die Taste 9 drücken und dann kannst du Zusatzgewichte anhängen. Und das heißt das und das wird dir da auch dann angezeigt, wie viel du dann dran hast. Auf 9 ist die Karte. Nummernpad, nicht die normale 9. Zusatzgewichte wechseln. Stimmt, im Rad, wie gedöhnt. Ja. Cool. Ah, jeweils auf der einen Radseite und dann auf der neuen anderen Radseite. Bringt das doch wirklich was? Ja, ne? Macht Sinn, ne? Mehr Stabilität, denke ich. Cool. Aber warum heißt das Savasi? So einen Namen, Grund haben. Egal. 1800 Kilo schon nicht schlecht, hinten noch dran. Vor allem bei den Anhängern. Okay. Hat der es auch? Ne, der ist das nicht. Doch. Muss man auf solche Fahrzeuge gehen. Ne, der hat das nicht. Moment, wieso ist da auch der Fendt dran? Oh. Bei dem einen grünen Anhänger. Ja, den habe ich gefahren. Das ist der Trecker mit der meisten Leistung, der hat 300 PS. Ach so, okay, dann habe ich nichts gesagt. Die anderen haben 255 oder so. Der sieht nämlich so alt aus. Ja, das Tuck hat ja auch schon hier mit dem Fan rum. Na, du kriegst ja noch einen eigenen Trecker, keine Sorge. Eike ist erstmal wieder hier am Silofahren. Ja, doch fast wieder leer, die Dinger. Hackschnitzel dringen noch momentan nicht viel, ne? Ja, die können wir am besten noch liegen lassen. Ja, nicht schlecht. Aus irgendeinem Grund. Ah ja. Lagerbestand, Preise. Eier, wir brauchen Eier. Hühner kaufen. Apropos Eier. Einer bei der Arbeit meinte vorgestern zu mir. Nee. Ich hab ganz spontan ist dieser Spruch eingefallen. Ja, erzähl. Ist gestern entstanden durch Zufall. Ich sag auch raus. Ja, was sagte er? Bei Männer 4 Ecken. Ja und? Ja, 2 Men 4 Eggs. Du Vollidiot. Alter.
Der war so flach, den hat man gar nicht geschnallt beim ersten Mal. Mann. Andreas hat irgendwie auch nicht. So. Ich nehm's euch nicht übel. Andreas, lebst du noch? Okay. Hm? Ja, ich bin gerade da, ja. Ja, ein Arschlecken krieg ich. So klang das. Ja, ich stehe hier rum und hab nichts zu tun. Da sind wir gerade nach. Blöd. Nach Hause in den Rennen. Aber in dieser Nacht ist es gerade heller als für heute am Tag. Ja. Was könnten wir denn noch machen? Brauchen wir noch Gras für die Kühe oder sind die, ist der total voll? Die sind eigentlich alle soweit ganz glücklich. Ja, mal runtergucken. Aber ich nutze jetzt die Zeit gerade noch, um Silage zu fahren. Weil wegen Geld. Haben. Aber das ist voll. Gras fällt so weit, dass man das mähen könnte. Rein theoretisch ja. Könnten wir machen, ja. Feld 40 auf jeden Fall. Zur Überbrückung, bis die Zeit vorbei ist mit der Silage. Oder bis das Silo hier leer ist. Je nachdem, was eher eintritt. Der Kühe sehen glücklich aus. Sehen glücklich. Das soll gut sein. Jan fährt so einmal kurz vorbei. Oh, passt. Die stehen. Genau. Wir fressen uns auch noch, also soll. Oh, warte, Andreas, du kannst es anders machen. Oder Jan, je nachdem, wer Lust hat. Mit dem zweiten Radlader und dann lasse ich die Zeit langsam, also ein Tickchen schneller laufen. Dann passt das, dass man die ganze Zeit nachfüllen kann, ohne dass wir warten müssen. Radlader. Der am Ding steht dann. Steht am Hof. Kannst du am besten auf den Tieflader schmeißen und zum Kuhstall fahren. Gut, dann fahr ich das Ding einfach raus. Aufschmeißen möchte ich nicht fahren, ehrlich. Aber das muss man also wirklich nehmen. Nur das, was mir gesagt wird. Als ob sich der Tieflader nicht von alleine abklappt, wenn man rausgeht. Warte ich halt. Ne, da ist alles aus dann. Warte ich halt. So. Dass man mit der Silage so viel Schotter machen kann. Dumm, dass wir das in Kühe verfüttern. Ich bin mal ganz kurz nochmal auf dem Desktop.